Hallo meine Lieben, nochmal ein kurzes Video, weil ich ja dachte, ich binde euch ein bisschen mehr in mein Leben ein. Ich mache mich jetzt fertig und dann gehe ich anschließend noch kurz ein paar Dinge einkaufen. Heute gibt es Pizza zum Mittag, selbstgemachte, und da brauche ich noch so ein paar Sachen. Ja. Was macht ihr heute so? Wie ist das Wetter bei euch so? Ja. Also wie gesagt, ich mache mich jetzt fertig, gehe dann husch dann schnell los. Waschmaschine habe ich auch schon angemacht. Heute ist so ein bisschen Haushaltstag für mich. Mache ich Staubsaugen, Betten machen, Wäsche waschen, aufhängen, etc. Muss ja auch alles gemacht werden, macht sich ja dann nicht von alleine. Mein Mann, der ist auch schon unterwegs, ist auch schon fleißig gewesen. Ja. Und mal sehen, was heute noch so der Tag bringt. Ich werde heute auch noch aua. Kennt ihr das, Frauen, wenn ihr so lange Haare habt? Autsch. Dass ihr euch ständig dann irgendwie weh tut? Ich hab das Pech. Ich tue mir ständig mit meinen Haaren weh. Ich muss die ja auch abends immer zum Dutt machen, weil ich dann sonst irgendwie, weil die da so lang sind, dass ich da ständig irgendwie drauf schlafe und dann mir die Haare immer irgendwie mit rausreiße. Ja. Schreibt mir mal in den Kommentaren, wie das bei euch so ist, Mädels, wegen den Haaren, zwecks lange Haare. Und ich will mir eigentlich ja so ein Pony machen, ich weiß aber immer nicht wie. Habt ihr Tipps für mich? Und was nehmt ihr so für Pflegeprodukte für eure Haare? Könnt ihr mir, wie gesagt, hier in den Kommis reinschreiben. Oh. Ja, heute Morgen habe ich ziemlich gefroren. Sonst bin ich immer nicht am Frieren, aber irgendwie heute Morgen ging gar nicht. Habe ich sowas von gefroren. Oh. Und irgendwie muss ich auch irgendwie eine Allergie oder sowas haben. Mir juckt schon seit vorhin dauerhaft die Nase. Ja. Also wie gesagt, schreibt mir in die Kommis, was ihr so nehmt für eure Haare, Mädels. Was sich schön geschmeidig machen lässt. Ich habe mir gestern die Haare auch noch gefärbt. Ich hasse das ja, wenn da Naturansatz rauskommt. Ja, aber irgendwie ist das nicht so die Farbe, die ich erhofft habe, die da rauskommt. Das sollte so auberginefarben sein. Aber naja. Ihr seht ja, sieht so schwarz-bräunlich aus. Und schreibt mir in die Kommis, beziehungsweise habe ich eine Frage. Ich möchte meine Naturfarbe wieder haben. Ist das so ein Straßenköderband, was ich eigentlich als Naturfarbe habe? Wisst ihr, wo ich so, sage ich jetzt mal, so einen Farbrauszieher finden kann? Also zum Friseur möchte ich nicht, das ist sauteuer. Und ich habe mal gehört, das soll irgendwie für Färbe sein, dass das dann komplett die ganze Farbe rauszieht und du, dass man dann da die Naturfarbe wieder hat. Also schreibt mir das in den Kommis rein, falls ihr da was wisst. Ja. Tschüss, ihr Lieben.